So, guck mal rein. Wir haben eine Blaubeere, einen Bogen. Wir könnten wir könnten schon eine Mana-Fackel bauen. Ich meine, wir haben eine Blaubeere und wir haben eine Kohle. Eine Mana-Fackel wäre auf jeden Fall mit drin. Einmal rollen. Banane mit, wieso nicht? Bananen-Piggy. Klingt gut, ja. Mana-Fackel. Dann brauchen wir. Ich meine, wir haben Ranger Bag. Das heißt, wir haben eine Menge Crit. Also brauchen wir eine gute Waffe, um die dann super durchzubuffen. Mit der Mana-Fackel. Guter Damage, haben wir gewonnen. Sehr solide die Runde. So, wir brauchen jetzt leider noch einen Heilpot. Den nehmen wir noch mit. Ich roll nochmal, oder? Schade. Oh, da ist eine Mana-Orb. Warte mal. Kein Pot, aber eine Mana-Orb. Die brauchen wir so oder so. Ich meine, der wird mit einem Mana dran gebaut. Und das benutzt einen Mana. Also wollen wir ja schon diese Orb mit dabei haben, damit sie Mana generieren kann. Die wollen aber 6 Gold dafür, ne? Lass mal ein bisschen optimieren, das ist besser. Die wollen da 6 Gold für. Wir lassen die mal liegen, die Runde. Aber die brauchen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir noch den Knoblauch hier mit. Leute, so eine frühe Mana-Orbe ist halt, würde ich sehr, sehr gut, ne? Na, das schaffen wir. Ich meine, die Fackel ist ein solides Item für den Start, ne? Auch jetzt ohne Mana-Fackel. Schon sehr, sehr gut. Wolfsbatch. Na, mit Wolfsbatch hätten wir theoretisch alle Items von hier. Chain Whip. Chain Whip kombiniert mit den Lümmeln wäre ziemlich, ziemlich gut. Das wäre schon sehr gut, ne? Nehmen wir es mit, ja. Den nehmen wir auch mit. Ich würde gerne noch die Tasche holen. Das Ding ist, ich brauche jetzt noch keine Mana-Orb, weil wir haben sowieso noch gar kein Mana-Usage. Ne? Okay, können wir das auch so machen? Da sind alle drinnen. Ne? Obwohl die Blaubeere ist egal, ob sie getriggert wird. Weil wir brauchen kein Mana. Aktuell. Ist noch relativ egal. Oh, Gegner doppelte Steine schon. Ja, ein bisschen Luck wäre gut, damit wir blind und so runter machen können. Ah, ne, haben wir sowieso schon. Okay. Ah, stimmt, das gibt ja einen Empower später. Berserker Rage ist auch sehr, sehr gut. Knappes Ding. Holy. Ich meine, Uniquely Unique ist insane. Ne? Ich kann auf jeden Fall mehr Unique Items finden. Potions wären auch gut. Ich muss es mitnehmen, leider. Wir müssen es leider mitnehmen, das ist so stark, das Item. Mana Orb. Und noch ein Piggy. Ein bisschen Gold farmen. Und was der Spell macht, er macht im Endeffekt alle Items schneller, also das eine Item schneller. Für jedes Unique Item, Customer Card oder Platin Customer Card.
Auf dem blauen Ding. Also kannst du damit ein Giga-Item bauen im Endeffekt. Und was dazu kommt, das Item. Wir machen es, glaube ich, so. Und das Item ermöglicht einem, nochmal mehr Unique-Items reinzutun in dein Board. Weil normalerweise kannst du nur ein Unique-Item haben. Ja, was ja zum Beispiel das ist. Damit kannst du nochmal mehr haben. Sogar zwei mehr. Und du hast eine sehr hohe Chance, die auch zu finden. Also Geschenk oder Drache oder irgendwas. Sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, für einen Drachen ist es sogar mit das Beste. Das Ding. Der hat leider den sehr starken Hammer, ne? Und schon die Rüstung. Blaubeere. Brauchen wir die noch, ist die Frage. Wollen wir die Chain Whip spielen? Ich glaube schon. Dann nehmen wir die schon mal mit. Okay. Chain Whip kommt rein. Du kommst rein, du kommst rein. Nee, du kommst weg. Piggies, komm mal hier rüber. Das passt. Ich meine, der kann auf die Chain Whip gut rauf. Mana-Item ist noch nicht so wichtig. Ob wir jetzt damit Mana kriegen oder nicht. Okay, das ist gut da oben. Obwohl, es ist ziemlich egal, wenn es da ist. Ne? Mana-Optik. Die Frage ist halt, wollen wir dann diese Fackel noch bauen? Ich meine, das ist noch ein Unique-Item, das muss da rein. Brauchen wir dann noch die Fackel, wenn wir darauf gehen? Eigentlich nicht mehr. Aber das Mana nehmen wir mal mit, falls wir... Erstmal gibt es Luck. Und eventuell bekommen wir einen Unique-Item, was Mana braucht. Deswegen behalten wir es mal drin, das Lümmelding. Und es gibt Glück. Na, sowieso. Sehr gutes. Wunderbar. Leute, wir machen guten Schaden. Holy. Schneemann. Artifact Stone Heat. Hm. Ich meine, Schneemann nehme ich erstmal mit. Den lasse ich liegen. Okay, da ist der Hammer. Sehr gut. Oh, der ist auch nochmal ein Unique Item. Ne? Eine Tasche auf jeden Fall. Der Hammer ist ein weiteres Unique-Item, das bedeutet, die wird nochmal schneller dadurch. Die Schneebälle sind auch sehr gut, weil dann kriegt der Gegner weniger Max-HP, wenn die hat. Und noch eine Orb. Und eigentlich würde ich die auch sehr gerne sofort holen. Damit wir für die nächste Runde wieder mehr Platz haben. Okay, sieht doch gut aus. Bin sehr zufrieden. Okay, dann haben wir gleich eine Chain Whip, die dem Gegner Buffs runternimmt. Und ich glaube, eine wird auch reichen. Ja, es gibt so eine Kombo, da brauchst du mehrere. Aber da brauchst du normalerweise Berserker für. Und da müssen wir überlegen, was wir mit dem Mana machen. Ich habe so viel Mana. Ich meine, ein One-Shot-Bild wird, glaube ich, nichts werden. Q-Bird. Ich glaube, ich würde weiterrollen. Nehmen wir die noch mit, die Schneebälle? Oh, die Shopkarte brauchen wir. Aber Q-Bird lasse ich drinne, weil ich würde gerne eine von den neuen Items finden. Es gibt so ein paar neue Unique-Items, wie zum Beispiel die Spinne und der Lümmel hier. Deswegen rolle ich mal weiter, einfach nur für Content. Noch eine Blaubeere. Ich meine, drei Blaubeeren sind gut. Ihr müsst halt überlegen, Luck. Luck gibt mir ja auch noch Crit. Wegen mehr Blaubeeren, umso besser.
Mana-Trank brauchen wir aber nicht mehr dann. Mana-Trank. Ich meine, der gibt halt ein bisschen Max-HP, ne? Ich meine, der kostet nicht viel. Ich nehme ihn mal mit. Oder ich save ihn mal. Und was wir jetzt machen, wir nehmen den Gegner Buffs runter. Und für jeden Buff, den wir runternehmen, machen wir ihm Damage. Weil da kommt der Damage, wird der Damage erhöht von der Peitsche. Zwei Buffs drauf, zack, Buffs sind runter. Und die Peitsche kriegt sehr viel Crit-Rating durch das Glück. Sehr schön. Ich wollte eigentlich auf Beastmaster gehen, ne? Bin aber überlegen, ob wir auf Grovekeeper gehen. Weil da haben wir noch eine höhere Chance, die Unique Items zu finden. So. Oh, noch eine zweite Peitsche. Jetzt bin ich schon am Überlegen. Das kommt beides mit. Sehr gut. Den brauchen wir nicht. Und du kommst mit. Oh, dann bauen wir doch zwei, oder? Ich meine, wenn er uns schon zwei so eine Peitschen gibt, dann nehmen wir die auch. Peitsche Number One. Nummer zwei. Und der Hammer. Da müssen wir aber damit jetzt auf jeden Fall die Banane, glaube ich, triggern. Da machen wir eine super schnelle Banane erstmal. Banane hier hin. Sebi, danke für ein Follow. So. Darüber. Wenn nämlich eigentlich die Berserker-Ding hier ran haben. Okay. Mana ist wie gesagt noch nicht so relevant. Ne? Obwohl Mana ist schon relevant, weil wir kriegen dadurch Luck. Also ein bisschen triggern sollten wir die schon. Mana-Kugel. Ich meine, wir können ja in die Mitte reinhauen. Auch okay. Ich glaube, da ist in Ordnung. Ich habe leider nicht so geile Taschen gerade. Schneebälle kommen da hoch. Ich glaube, die Piggies müssen gehen. Drei sind in Ordnung. Drei Trigger lang locker. Herz. Die Tasche wäre ganz gut, dann können wir hier nämlich noch eine Blaubeere hinlegen. Zack. Okay. Wunderbar. Und das Ding ist, wir haben eine doppelte Peitsche und diese Peitschen klauen ja beide Buffs. Ja. Aber der Damage wird für beide hochgerechnet. Also wenn die rechte Buffs klaut, kriegt die linke Buff, Damage und umgedreht. Also doppelt sind die Dinger ziemlich, ziemlich gut. Ja, Stamina ist ein Problem natürlich dabei mit zwei Waffen. Das tut weh. Ah, das kriegen wir, glaube ich, hin. Geschenk. Ich lasse es liegen, Leute. Nehmen wir den Trank mit. Ich lasse liegen, ich will gerne die neuen Items sehen. Die ich nehme mit. Und noch eine Shopcard. Perfekt. Und den Wolpertinger. Okay, Piggy können wir einmal updaten. Shopkarte kommt damit rein.
Und ich glaube, sobald wir den Wolpertinger haben, sollten wir keine Stamina-Probleme mehr haben. Weil wir haben extrem viele Buffs dann. Also sehr, sehr viele Buffs. Und je mehr Buffs wir haben, desto besser, ne? Und die Shopkarte baue ich aus, weil wir damit noch mehr Uniques finden. Und noch mehr Uniques reintun können, tatsächlich. Also ein bisschen Lifesteal fehlt auch noch, ne? Habe ich das Gefühl. Mein Damage Scaling haben wir eine Menge. Irgendwie so ein bisschen Lifesteal oder so brauchen wir. Oh, das Katana nimmt auch den Schaden von meinen Waffen runter. Also. So. Damage für die Waffen. Spectacular macht, dass die Belts verbessert werden. Power of the Moon. Ich nehme einfach das mit. Oh, den wollte ich haben. Pop. Der ist von hier. Von Magikraft. Was ich auch gerne mal mehr spielen würde. Also wenn ihr das Game cool findet, schreibt mal rein. Aber ich glaube, das würde ich gerne mal ausprobieren. Pop. Den wollte ich gerne probieren. Greift schneller an für jedes Mana, was wir haben. Pop. Und den kann ich kombinieren. Theoretisch. Mit dem hier. Damit wird er noch schneller. Right. So, Unique Item rein. Unique Item rein. Okay, wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Unique Items. Der ist jetzt schon mal 60% schneller. Plus Fanny Pack. Und das Mana macht ihn noch schneller. Das heißt, wenn er eh schon so schnell ist, machen wir auch ihn als Mana-Trigger rein. Definitiv. Einmal runter das Ganze. Er ist ein Pet. Das heißt, er ist auch für den Wolpertinger gut. So. Dann hier einmal die Dinger. Mana Trunk mit rein. Frage ist halt, spielen wir da noch doppelte Kette? Das ist eine Frage. Ich meine, Stamina kosten hat er nicht, ne? Nee. Ist halt super nervig, die Ketten hinzulegen. Weil wir diesen Kreis bauen müssen. Glaube, den können wir nicht rausschmeißen. Okay, eine Kette werden wir loswerden. Tut mir leid. Okay, Chance zum Triggern wäre gut auf dem Lümmel. Doppelpop, Schneeball mit rein, Lack mit rein. Karotte wäre auch gut. Oder Stern. Der Stern kommt da hin. Oh, Käse. Käse, Käse. Okay, eigentlich bin ich zufrieden so. Passt. Ich bin gespannt, was der kann hier. Der ist ein Magic Item, oder? Magic Weapon Unique. Ah, guck, da unten ist er. Also er ist halt wirklich sehr, sehr schnell, ne? Sekunden schnell. Er macht halt keinen Schaden. Er ist super schnell. Okay, was machen wir mit dem? Hat er einen Sockelstein? Nee. Artefaktstein. Was kann man mit dem verbinden? Der macht halt nicht viel.
Er hat 0,7% Attack Speed. Der müsste mit den... Den können wir liegen lassen, oder? Wir gehen dann mit einem Magic Torch oder so. Der müsste irgendwie gebufft werden. Mit Damage halt. Oh, Gubat wäre auch gut für den, ne? Wait. Gubat wäre auch sehr, sehr gut, weil der ja so schnell ist. Nimm mal Gubat mit. Ich glaube, Gubat wäre richtig gut mit dem. Jo. Und da dann irgendwie einen... I don't know, was für ein Gubat rein. Wahrscheinlich so ein Light-Gubat, ne? Glaube ich mit am besten. Ja, irgendwie muss der Damage-Buffs kriegen, der Lümmel. Der ist sehr, sehr schnell. Er braucht irgendwie Damage-Buffs. Guck mal, wie schnell der ist nämlich. Ist der direkt schon 0,5? Ne, Mana stackt halt langsam hoch. Ne? Käse-Gubat. It is. Jo. Wir brauchen den Käse-Gubat für den. Am besten sogar zwei davon. Das nächste Vieh. Eine Tulu haben wir bekommen. Ist, glaube ich, auch aus Magicraft, ne? Alle 5 Sekunden dealt es Damage mit Lifesteal und triggert einen Food. Food wird ein Dark-Item dadurch. Hallo. Okay. Also Dread, der triggert Früchte. Oder allgemein Items. Und er macht die zu Dark Items. Wir werden den mal da hinlegen und den da hin. Glaube ich gut. Dann machen wir den Gubat hier hin. Ich glaube, die Kette werden wir irgendwann rauswerfen. Sobald wir Käse haben. Alle 10 Sekunden dealt der 10 Damage mit Lifesteal. Und triggert eine Frucht, die um ihn drumherum ist. Nicht gar nicht so bad. Ne? Triggert schneller für jedes Dark-Item. Also ist der schneller, wenn ich mehr Früchte ranmache, theoretisch. Sehe ich richtig, ne? Sehr gut. Ist auch ein Pet. Leider. Der muss leider hier hin. Eine muss ich leider rausnehmen. Den Gubat. Die große Frage: Haben wir genug Damage, um das so zu machen? Und ich glaube, es ist auch besser, wenn wir den schneller machen. Weil der ist schon schnell genug. Schneemann. Wir werden sehen. Also das wird alles zu Dark Items. Mit dem. Und er macht soliden Schaden. Ne? Und dann triggert er ein Food mit dazu. Und er hat Lifesteal-Item dabei. Auch gutes. Ist.
Aber wir brauchen halt Scaling irgendwie, ne? Wie bekommen wir Scaling rein in die Geschichte? Stein lasse ich mal liegen. Käse, Gubert. Sehr gut. Hungry Blade. Das könnte funktionieren. Das wäre sogar gar nicht bad, ne? Weil wir haben eine Menge Mana-Regeneration. Und dann den Hungry Blade drauf. Ein Mana-Blade. Was dann ein bisschen Damage gibt und noch ein bisschen Heilung. Und der hat ja auch Heilung hier. Ich meine, ich kriege eine Menge Buffs. Ich bekomme ja nochmal die Buffs von der Dings gleich. Okay. Blood Harvester. Ist auch sehr gut, ne? Wäre auch in der Kombi hier. Wir können den so mit reinpacken. Weil der Blood Harvester ist auch extrem schnell. Je nachdem, wie viel Lifesteal man hat. Und er würde Lifesteal noch geben dazu. Noch sehr, sehr gutes. Der kommt hier. Brauchen wir die Mana Orb? Ja, die Mana. Ich überlege, ob wir die Banane brauchen. Ich glaube nicht. Ah, der muss leider das Unique Item noch dran haben. Okay, die Sichel muss hier mit hin. Irgendwie damit hin. Weil die muss auf dieses Item mit drauf. Ich meine, sie könnte so, aber das ist nicht so geil. Und so hat sie das Problem, dass die... Okay, so sieht's gut aus. Moment. Drei groß. Ich meine, so ist Käsegubert gut aktiviert. Ne? Wolpertinger mit dran. Okay. Mana in die Mitte, weil die auch Lifesteal gibt. Banane habe ich gesagt, brauche ich nicht mehr. Jo, alles aktiviert. Eine Djinn-Lampe wäre ziemlich gut für den, aber ich habe keine Rüstung, ne? Schneerüstung würde die Sinn machen. Aber für den wäre eine Djinn-Lampe super. Das ist auch gut.
Das muss leider einmal voll gemacht werden. Okay. Denke, so wie wir das haben, ist das in Ordnung. Ich meine, der kriegt halt super viel Lifesteal. Und Attack Speed. Der kriegt Attack Speed. Und dieses Ding können wir da in die Mitte noch mit reinhauen. Er hat auch so einen Pop. Auch der Name einfach Pop. Also Sichel wird schneller, wenn wir mehr Lifesteal haben. Und wir kriegen Lifesteal auch durch unser Kleeblatt. Normalerweise. Oh. Okay, der ist viel, viel stärker, leider. Jo. Kommen wir da rein. Ich glaube, beide Zutunu-Dinger hier sind nicht so stark. Hm? Wie machen wir es? Ich glaube, es ist okay. Dann haben wir direkt doppeltes Ding. Alle drinne. Na gut, wir müssen hoffen, dass wir gewinnen. Aber auch wenn nicht, bin froh, dass ich die beiden mal gesehen habe. Ich denke, beide kombiniert sind nicht so stark. Also ich glaube, wenn, dann musst du eins spielen. Und der Lümmel braucht auf jeden Fall viel Futter. Also ganz viel Essen mit dabei. Also den müsste man mit einem Food-Bild spielen. Und den anderen irgendwie mit so einem Mana-Trigger-Bild. Also die beißen sich ein bisschen gegenseitig. Aber ich wollte sie gerne mal spielen, beide. Deswegen. Deswegen haben wir das so. Aber gegen den gewinnen wir auf jeden Fall. 21 Lifesteal ist eine Menge. Sehr schön. Overtime. Knappe Runde. Gerade noch gewonnen. So, Bags sind full. Ich überlege, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also damit kommen wir so oder so nicht voll. Mit den Kleeblättern. Krone wäre ganz gut. Die macht natürlich Mana ein bisschen runter. Aber ich glaube, die ist insgesamt ein sehr guter Boost. Mein Setup. Also wie gesagt, das passt alles nicht zusammen. Ja, von den Dings her, ich wollte die Items mal unbedingt spielen. Und da wir Dings bekommen haben, war die Chance sehr hoch, dass wir sie kriegen. Ne? Also nicht wundern. Normalerweise würde ich die nicht kombiniert spielen wahrscheinlich. Außer die ist full auf dem Futterbild. Vielleicht dann schon. Aber der will halt normalerweise alle. Der will halt jedes Item in der Frucht voll haben. Und wenn du das hast, dann hast du keinen Platz mehr für den Rest. Und der Pop ist ganz guter Trigger für Gubats und so. Guck mal, der Käse-Gubat macht einen richtig guten Job. Fast gewonnen, ne? Haben sogar gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Wenn wir reingucken, der Käsegubert hat, glaube ich, richtig viel getriggert. 350 Damage vom Pop. Activations. Wo ist mein Gubert? Schießgubert. Da. 9-mal. Also Pop wäre richtig gut, wenn man den durchbufft. Mit Damage. Der muss irgendwoher Damage-Boost bekommen. Irgendwoher. Und das wäre wahrscheinlich durch so eine Lampe oder so. Ich guck mal, ob wir eine finden. Ja. Leider nicht. 2. Nimm den noch mit. Also eine Lampe wäre für den richtig gut. Wenn du dem eine doppelte Lampe gibst,
Oder eine Lampe. Wann gibt es mal wieder eine WoW Hardcore Challenge, wenn es einen neuen Server geben sollte, vielleicht dann. Ich warte jetzt auf den November ab. Ist morgen, glaube ich, ne? Das Blizzard-Ding. Eventuell dann. Ich könnte. Ja, du müsstest dir mit Damage buffen. Morgen müsste BlizzCon sein. Also die nicht BlizzCon, sondern diese Vorstellung von neuen Games und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. So ein Blizzard-Ding, wo sie neue Sachen vorstellen. Ich glaube, es ist morgen oder übermorgen. Am Mittwoch ist es okay. Also du müsstest den Waffen mit sowas wie Stahlgubert Damage pushen. Gloves of Power nicht unbedingt. Prozentwert ist nicht hoch genug. Natürlich sowas wie hier Hero Sword. Whetstones. Die Lampe, sehr, sehr gut dafür. Die hier. Aber gut, die dies. Der baut gerade einen Rainbow-Kubert, ne? Oh, nimmt der mir den ganzen Damage runter? Der macht doch, dass ich null Damage habe im Endeffekt. Ne? Es sind auf jeden Fall sehr lustige Items. Okay, ich gucke nochmal, ob ich so eine Lampe finde. Lampe, Lampe. Käse ist gut. Käse super. Aber keine Lampe leider. Ich hätte es gerne probiert, aber... Schuhe wären auch sehr gut. Nix dabei. Wir bleiben so. Aber der Käse ist sehr gut. Und der Typ wäre eigentlich auch sehr gut, weil der triggert ja immer eine random Frucht, ne? Also wenn der gutes Food an sich dran hat, zum Beispiel 6x7x Käse. Ah, der hat ein Frostbild dagegen, ne? Da müsste der Käse ja auch extrem abgehen. Der ist ja wie eine gute Bratpfanne hier. Huch, er hat mich gewone-shottet. Aber gut, wir haben die neuen Items gesehen, das war der Plan. Dementsprechend GG's.